Also Loom, Power of the Dragon, ist ein chinesisches Online-Rollenspiel, das meiner Meinung nach extrem gut aussieht. Leider ist die Version noch nicht ganz hundertprozentig übersetzt, aber man wird schon sehen, das gesamte Setting ist sehr chinesisch, also sehr verspielt und sehr viele nette Details. Und ich werde das einfach mal anhand der Charaktergenerierung zeigen, dass man schon am Anfang relativ viele Optionen hat und aber noch keine Klasse auswählt. Das sieht jetzt vielleicht so aus, aber alles, was ich hier jetzt zum Beispiel an Rüstung mir anzeigen lassen kann, das zeigt eigentlich nur, das soll so ein bisschen zeigen, ob mein Charakter, ob mein Aussehen auch später mit meinem späteren Charakter, ob mir das so gefällt oder ob ich vielleicht meinen Charakter noch ein bisschen anpassen möchte. Also da haben wir ja noch bestimmte spezielle Kleidung, die man dann so anziehen kann, Rüstung wie gesagt, und wir haben 7 verschiedene Waffen. Das sind dann zum Beispiel Schwerter, Säbel, chinesische Säbel offensichtlich, weil dann haben wir so eine Art Speer, Polearm, dann haben wir Bögen. Totems sind magische Waffen, die auf den Rücken geschnallt sind. Faustwaffen, die ebenfalls magische Geschosse abschießen. Und die 7. Waffe ist sehr speziell. Das ist ein Instrument. Also in Deutschland würden wir es mit der Zither vergleichen. Dieses Instrument hält man auf dem linken Arm und mit dem rechten Arm werden die Saiten gespielt und dann werden auch wieder magische Schosse abgeschossen. Das ist also auch ein magisches Instrument, also eine magische Waffe. Und ich logge jetzt mal mit meinem High-Level-Charakter ein. Maximallevel zum Start wird 110 sein. Schon relativ viel. Ist das auch als Free-to-Play geplant? Oder? Alle Gamigo-Spiele sind Free-to-Play. Also wir werden keine Abo-Modelle haben. Es ist immer Free-to-Play. So, wir sind hier in der ersten Stadt. Ich habe einen, wenn man so will, Krieger, der in Säbel und Schwert geskillt ist. Ich mache mal kurz das Skillfenster auf. Wir haben also insgesamt 10 Skills und jeder Charakter kann sich in 2 Kampf- und 2 Heilskills spezialisieren. Es ist also nicht so, dass wir eine festgeschriebene Klasse haben, sondern wir können jetzt zum Beispiel auch sagen, hey, ich will einen Polarmkämpfer, der besonders defensiv ausgelegt ist, mit Heilfähigkeiten. Absolut kein Problem. Oder zum Beispiel, wir haben hier auch Yin und Yang. Das ist einmal physischer Schaden, einmal magischer Schaden, dass ich mich da besonders drin spezialisiere. Healing ist nicht nur rein Heilung oder Wiederbeleben, sondern hat gleichzeitig auch Vergiftung dabei. Also jeder Tree ist auch immer so ein bisschen offensiv ausgelegt. Also es ist nicht so, dass man als Heiler dann nur immer hinten steht und die ganze Zeit die Leute am Leben hält, sondern man kann auch aktiv am Kampf teilnehmen und so wird das Ganze vielleicht ein bisschen spannender. Ein weiteres sehr interessantes Feature von Loom ist das Pet-System. Wir haben primäre und sekundäre Pets. Wir sehen schon, Meets läuft neben mir her. Meets, das ist jetzt der Name, den ich hier gegeben habe. Meets ist ein primäres Pet, das ich aufziehen muss. Ich muss ihm Futter geben, damit es auflevelt. Ich kann ihm neue Skills kaufen, dass ich zum Beispiel das mich wiederum stärkt. Aber ich kann Meets, auch wenn sie jetzt noch nicht so aussieht, ich muss ein paar Mal klicken. Mensch. Es gibt auch, wir haben bis zu 50 Pets im Spiel, also es gibt da eine ganze Reihe. Und ich würde ganz gerne jetzt Meets zeigen, wenn man auf ihr reitet. Weil primäre Pets sind auch immer als Reittiere gedacht. Aber Meets wird sich dann verwandeln. Ich würde es auch gerne sehen. es wird nicht mehr das kleine zierliche Mädchen sein. Ich kann es versprechen, wenn mich das Spiel lässt. Jetzt. Okay. Meets, so wie jetzt aussieht, weil sie gut im Märchen ist, das ist Meets, wenn wir auf ihr reiten. Also auch sehr typisch chinesisch, rote Katze und sieht alles extrem nett aus. Kannst du die immer hin und her wandeln, die Pets, oder ist die jetzt für immer ein Tier? Nein, also ich kann jetzt auch sagen, alles klar, ich will Hotte.
Hotte ist ein Pferd, das ich mit Level 5 gleich zu Anfang als Questbelohnung bekomme. Dann steige ich hier ab und Mietze ist wieder das normale Pet. Kannst du mehrere Pets auf einmal? Nur das sekundäre Pet kann ich als zweites Pet noch dazu haben. Sekundäre Pets sind so Unterstützer. Zum Beispiel kannst du da Makros festlegen, dass du bei 20% Leben, dass das Pet für mich eine Heal Potion benutzen soll, zum Beispiel. So, das ist jetzt Hotte, mein Pferd. Das bekomme ich schon mit Level 5 zum Beispiel. Dann haben wir hier noch Big. Big sieht hier noch wie so ein kleiner, ja, Gnom aus, sag ich mal. Aber wir können da etwas ganz anderes erwarten. Das ist Big, wenn ich ihn als Reittier sozusagen benutze. Und der Junge, das macht dann richtig Spaß, so durch die Welt zu wandern. Wir haben also als Pets haben wir Spinnen, wir haben Feuervögel, wir haben Lizards, also so Echsen, wir haben auch Löwen, Tiger, Panther, eigentlich alles, was man sich so vorstellen kann, also Flammenpferde, also 50 verschiedene ungefähr und mit einer großen Varianz. Ich kann auch mein Pet, so wie hier, mein Big, der hat jetzt besondere Hufeisen, die ihn 30% schneller machen. Wenn ich das jetzt also rausnehme aus dem Inventar, dann sieht man schon, ist er sehr viel langsamer. Diese Items kann ich entweder als Questbelohnung bekommen oder auch wieder im Itemshop kaufen zum Beispiel. Das ist dann so halt so ein kleiner Luxus, den man sich gönnen kann. Was Lumen noch ausmacht, ist nicht nur die Grafik, sondern auch die Anzahl der Charaktere. Das ganze Spiel ist auch sehr PvP-lastig. Clans kämpfen ständig um die Kontrolle von Relikten, die denen dann bestimmte Boni geben. Was das genau ist, kann ich noch nicht sagen. Aber es wird dann mal ausgerufen, Relikt XY ist gerade nicht, wird gerade nicht kontrolliert, mach dich auf und erober es. Und in diesen Schlachten zwischen den Clans werden also mehrere hundert Spieler teilnehmen können. Also die genaue Anzahl kann ich im Moment noch nicht nennen. Der Entwickler selbst sagt 500. Ich finde das ein bisschen übertrieben. Also da sind wir selbst noch sehr gespannt, was wirklich möglich sein wird. Aber mehrere hundert werden es wohl schon so sein. Ja, Lung startet im September in die Closed Beta. Wahrscheinlich. Kurze Zwischenfrage, ist es derselbe Entwickler wie Stick World Online? Weil nein, soweit ich weiß, der Entwickler heißt Dacen, D-A-C-N, aus China. Mir ist kein Projekt bekannt, das er vorher gemacht weil hat. Weil die Optik ist sehr ähnlich. Und ja, ich persönlich finde es sehr ansprechend. Also man hat eine große Sichtweite und sehr viele kleine nette Details. Ich kann nochmal schnell Torti auspacken. Torti ist meine Schildkröte. Also das zeigt dann so ein bisschen die Varianz der vielen Pets. Also von klein bis groß, von niedlich bis cool. Da fällt mir ein, ich kann noch mal schnell eins. Man kann die primären Pets kann man alle reiten. Sag nochmal kurz, wie viele waren das? Wie viele verschiedene Pets hast du am Anfang? Ungefähr 50. 50 Pets. Sind realistisch. So. Ich wollte noch ein Pet zeigen. Das ist auch wieder etwas Besonderes. Also es geht nicht nur von cool und süß, sondern ist auch was für die Mädels dabei. So. Jetzt denkt man natürlich irgendwie ein Hirsch oder so. Aber